So, wieder hallo, jetzt kommt zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Heute einem sehr, sehr coolen Video, nämlich ja zu einer kleinen Preview von dem neuen Forza Motorsport. Xbox Deutschland und ja, die netten Leute von Turn 10 waren so lieb und nett, mir einen ja, Preview-Zugang zu geben, wo wir euch schon mal ein bisschen das Spiel zeigen können, beziehungsweise wir die Möglichkeit haben, jetzt erstmal wirklich hands-on vom Spiel zu bekommen. Bisher gab es ja immer nur Präsentationen und so, auch auf der Gamescom gab es keine Möglichkeit, das Spiel selbst zu spielen. Und natürlich, klar, ich lasse mir gerne Sachen zeigen und bereden. Und was mal gezeigt wurde, sah auch echt ganz gut aus, spielerisch. Über die Fahrzeugmodelle und sowas, da kommt nochmal ein gesondertes Video. Da will ich jetzt in dieser Preview nicht drauf eingehen. Da müssen wir nochmal drüber reden. Aber mir geht es jetzt erstmal ums Gameplay. Und natürlich ist bei einem Rennspiel oder bei einem Spiel allgemein interessant, naja, wie spielt sich das denn? Oder eben im Fall von Forza Motorsport, wie fährt sich das denn? Und das wollen wir ja heute in diesem kleinen Video ein bisschen zusammen herausfinden. Die Preview ist jetzt nicht riesig umfangreich. Wir haben einerseits eine kleine Intro-Sequenz mit zwei Events. Die werde ich euch vielleicht im Laufe der Woche noch zeigen können. Da ist mir leider die Capture-Card abgeschmiert und diese Intro-Event ist nicht zurückholbar, weil ich den Spielstand hier nicht resetten kann. Da muss Xbox sich drum kümmern. Fehler lag aber auf meiner Seite. Wie gesagt, wenn ich das noch nachholen kann, wird es auf jeden Fall geben. Aber was auch drin ist, ist der Builders Cup. Die, ich sag mal, gewissermaßen Kampagne des Spiels, die eben, sagen wir mal, so durchleitet. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir heute einfach mal rein, weil wir haben nämlich ja, das Intro dieses wunderbaren Builders Cup. Arbeiten Sie an Ihrem Vermächtnis. Bauen, tunen, trainieren und perfektionieren Sie Ihre Fahrkünste in diesem fortlaufenden, ständig wachsenden Solo-Karrieremodus. Weil das Auto-Tuning, ich erkläre es mal kurz schon mal vorweg ein bisschen, oder grundsätzlich die Progression in Forza Motorsport 9 läuft sehr, sehr anders ab, als ihr es aus den letzten Forza Motorsport-Teilen gewohnt seid und liegt einerseits daran, dass wir eben ja Fahrzeuge nicht einfach mit Geld upgraden können und mit Geld machen können, was wir wollen, sondern wir müssen Fahrzeuge leveln. Wenn wir mit Fahrzeugen Rennen fahren, steigen diese im Level auf und mit Leveln von den Fahrzeugen schalten wir Upgrade-Teile für die jeweiligen Fahrzeuge frei, die wir dann wieder mit Carpoints, die wir eben auch über diese Level bekommen, unter anderem dann upgraden können, passend für den jeweiligen Cup. Der Cup hat immer eine bestimmte Autovorgabe und auch eine bestimmte Leistungsvorgabe, die wir einzuhalten haben, aber im Laufe dieses Cups werden wir diesen Wagen nach und nach an diese Grenzen dieses Cups tunen, dass er am Ende dann ziemlich geil getuned ist. Und wenn ihr ein Auto voll aufgebaut haben wollt in Forza Motorsport 9, dann müsst ihr mit diesem Wagen wirklich Zeit verbringen, weil ja jeder Wagen, wie gesagt, einzelner Level gegenstand ist, den ihr hochleveln müsst. Neben eurem Fahrerlevel, wie gesagt, hat jedes einzelne Fahrzeug ein Level. Und man muss mal gucken, das sieht man aber, kann ich euch in einem fertigen Spiel sagen, ob das natürlich ein totales Grindfest wird, wenn du da Autos haben willst, vor allem für Private Lobbies im Multiplayer und sowas, kann das so ein leichter Gamebreaker werden, aber mal abwarten. Sonst im Multiplayer gibt es ja auch Lobbys, wo eben die Autos dann alle gleich gerankt werden, da müsst ihr dann eben nicht hochgelevelt haben, die Fahrzeuge. Aber ja, das wollte ich nur mal kurz im Raum erklärt haben. Und es gibt auch schon Cutscenes und so vom Builders Cup. Einerseits, um nicht zu spoilern, zeige ich dir nicht, andererseits darf ich in der Preview-Version die euch noch nicht zeigen, weil die noch nicht alle 100% final sind. Natürlich, wenn dann nächsten Monat das Spiel rauskommt, dann kann ich euch das natürlich ganz normal im Let's Play dann auch in vollem Umfang zeigen. Nur, dass wir schon mal auf einem Punkt sind, was, wie gesagt, in dieser kleinen Preview drin ist. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal in die Karriere rein. Und ja, wie gesagt, wir haben nämlich den Builders Cup. Und wie gesagt, das sind hier die verschiedenen Cups, die das Spiel so bietet dann. Und ihr seht, je nachdem, welchen ihr haben wollt, müsst ihr natürlich bestimmte Sachen vorher freigeschaltet haben und, und. Und wir sind aber heute hier in dieser Preview, können wir uns den Intro-Builders Cup ansehen, um so ein bisschen zu gucken, was ist denn der Builders Cup überhaupt. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. So, bevor es dann in diesen Builders Cup reingekriegt, bei normalen kurzes Intro, wie gesagt, kann ich euch nicht zeigen, wo halt dann ein bisschen über den Builders Cup geredet wird, also den expliziten, welche Fahrzeuge drin sind und, und. Jetzt war gerade das Intro-Gedönse, so ein bisschen wie wir damals bevor der Motorsport mit Clarks und so eine Sachen erklärt, also an sich ganz cool gemacht, muss ich sagen, finde ich sehr cool, weil es schön einleitet und dann hat man nochmal die Auswahl aus den Fahrzeugen, die sieht dann ein bisschen stylischer aus, weil die das nebeneinander stehen. Wir sind jetzt hier aber im ganz normalen Autos-Kaufmenü, das auch weiterhin, natürlich gehen wir bei Autos, kann man weiterhin mit Credits im Forza Motorsport kaufen, das sind auch die einzigen Sachen, die ihr mit Credits kaufen könnt und, wie gesagt, die ganzen Fahrzeug-Upgrades laufen über Carpoints und ja, die sind aber im Durchschnitt dann, du kannst relativ einfach Autos kaufen, wo die sollen wohl günstiger sein als sonst im Vergleich zu letzten Forza-Teilen, aber wie gesagt, es bringt ja nichts, weil die Autos ja dann meist nicht gelevelt sind und ja, Wagen, die wir natürlich schon im Sitz haben, in diesem wunderbaren Builders Cup Intro kann man den Mustang GT von 2018, 2018 Civic Type R und den 2019er Subaru STI S-Mod 9 wählen, habe ich natürlich schon den Subaru und ich kann euch die anderen beiden auch gar nicht jetzt gerade auswählen, weil ich natürlich gar keine Credits dafür habe. So, wir können dann schon auf meine Fahrzeuge gehen und ihr seht schon, ne, weil ich ja wie gesagt schon ein bisschen gespielt habe, dieser Wagen ist schon gelevelt worden, er hat schon Level 5, also auch schon ein paar Carpoints investiert worden in dieses Kfz. Und deswegen wählen wir jetzt erstmal unseren wunderbaren Scooby-Roo, den wir hier für haben. Hier erschaffst du dein bestmögliches Rennerlebnis, indem du den Schwierigkeitsgrad und das Regelwerk anpasst. Wenn sich deine Fähigkeiten am Steuer verbessern, erhöhst du den Schwierigkeitsgrad, um noch mehr Credits zu verdienen, mit denen du neue Autos kaufen kannst. Genau.
vor jedem Event, also ihr könnt es einerseits hier einwählen, aber vor jedem Event geht dieses ganze System hier auch, könnt ihr einstellen, wie viel Bonus-Credits ihr haben wollt. Also geht es natürlich normalerweise, wie sonst auch immer, dass man natürlich über die Fahrhilfen ein bisschen was einstellen kann. Und hier oben könnt ihr über das KI-Level, seht ihr auch nochmal prozentual einstellen, ja, sagen wir mal, wie stark die KI ist und wie viel Bonus-Credits euch das bringt. Und dann haben wir natürlich hier unten, ich blende mich mal gerade kurz aus, natürlich hier unten dann ganz normal, ja, die Regelbonus wegen Fahrhilfen mit kosmetischen Schaden. Wir gehen jetzt mal auf die Sportregel, da haben wir simulierten Kraftstoff und Reifen, noch keinen simulierten Schaden, heißt, wir können uns mal ein bisschen anlehnen. Zurückspulen ist weiterhin ein und wir kriegen zwar Strafen, aber nicht so hart. Und das Strafsystem werde ich euch gleich im Rennen mal im Laufe, denke ich mal, zeigen können. Ist recht cool umgesetzt, muss ich sagen. Wenn das Multiplayer auf jeden Fall so funktioniert, kann das auf jeden Fall sehr, sehr nice Multiplayer-Rennen erzeugen und natürlich auch Singleplayer-Rennen. Ja, Sie können diese Einstellung zwischen jeder Rennveranstaltung ändern. Genau, wenn ihr ein Rennen gefahren habt oder ein Training, zeige ich euch gleich, könnt ihr jetzt halt dazwischen wechseln und sagen, das passt mir nicht, da muss ich nochmal dran, das ist von Schwierigkeit gerade zu leicht, zu schwer, könnt ihr jederzeit anpassen. Was ich sehr cool finde, dass das eben nicht festgefahren ist für 3-4 Events, sondern jederzeit, wenn es dir nicht, wenn das deinem Spielerlebnis nicht zuträglich ist, kannst du daran, was ziemlich cool ist, muss ich sagen. Gut, wir gehen ins erste Event rein, auf dem Grand Oak Raceway steht das Ganze an. Ja, Gegnerspielkraft, die haben wir jetzt hier eingestellt, einem drum an. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal wunderbar rein auf diese wunderbare Strecke. Ich muss sagen, die Ladescreens und die Optik dieser Ladescreens finde ich ganz cool gemacht. Ich finde den ganzen Vibe und den ganzen Stil ganz cool. Und ihr seht, es ist ein bisschen neblig hier auf dem Grand Oak Raceway, meine lieben Freunde. Es sieht sehr früh aus. Es ist eindeutig nicht meine Uhrzeit, vermute ich. Aber gut, wir schauen mal, was uns hier erwartet in unserem ersten Rennen. Und der Subi ist schon ein bisschen geupgradet, das muss man fairerweise sagen, weil, wie gesagt, nochmal damit, ich habe das Teil schon mal aufgenommen. Es ist wirklich... Ich hasse Technik. Ihr wisst es genau, alle, die meine Streams gucken, wissen, dass ich und Technik auf Kriegsfuß stehen. Auf jeden Fall ist das ja unser wunderbares Fahrzeug. Und hier kann man noch mal ein bisschen, eben natürlich Autotune im Sinne von Reifendruck und den ganzen Kram, den ganzen Gedönse. Und dann gibt es natürlich dieses wunderbare Menü hier, das gewissermaßen neu im Forza-Motorsport ist, weil, wirklich richtig Boxenstopp und Strategiemöglichkeiten gab es in den letzten Forza-Motorsport-Teilen gar nicht. Und das wird in Zukunft so sein. Wir können verschiedene Reifenmischungen wählen, wir können auswählen, wie viel Sprit wir mitnehmen, ob wir dann wie viel Stops wir fahren wollen und. Das kann im vor allem im Multiplayer richtig nice werden, habe ich richtig Bock drauf, weil da eine schöne taktische Komponente reinkommt, die ich bei Gran Turismo schon immer sehr gut fand. Und in dem Fall können wir natürlich jetzt keine anderen Reifen wählen, weil wir haben noch keine anderen Reifen für diesen Wagen freigeschaltet, deswegen müssen wir natürlich auf den Serienreifen fahren. Wir können aber hier die Kraftstoffmenge schon mal ein bisschen einstellen und sehen direkt rechts ein paar Angaben. So, wir haben das Hauptrennen, wird gleich zum Beispiel 4 Runden gehen. Wir haben kein Qualifying jetzt in dem Fall, sondern nur einen Trainingslauf und können aber hier einstellen, wie viel Kraftstoff wir haben wollen. Ihr seht, wir starten mit 12 Runden. Das ist vielleicht ein bisschen motiviert und dann kann man einfach schon mal ein bisschen runtergehen. Ihr seht auch, was die Rundenzeit noch so ausmacht. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit 7 Runden Sprit rein. Da haben wir immer noch einen guten Puffer, wenn ich mal ein bisschen Scheiße bauen sollte, aber habe einfach nicht zu viel drin. Finde ich, ist eine ganz gute ganz guter Einstieg. So, dann können wir natürlich, wie gesagt, weiterhin den Schwierigkeitsgrad jederzeit wechseln, was sehr cool ist. Das ist ganz angenehm. Das ist ganz cool. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Veranstaltung. Da sehen wir nämlich, wir haben erstmal ein schönes Training, wo wir reingehen, schön 8 Uhr morgens, nahe Leichtanhebel. Und das Training ist sehr gut, einerseits um das Fahrzeug zu leveln, weil wir da auch noch Punkte sammeln, andererseits um auch natürlich zu gucken, ob die Gegner-KI Schwierigkeitskriterien passt, weil wir werden in diesem Training eine Zeit angegeben bekommen, die wir zu schlagen haben, wo es dann Bonuspunkte gibt natürlich für, die ungefähr auf dem Level ist, wie wir unsere KI eingestellt haben. Heißt, mit dem Training kann man ganz gut schon mal abwägen, ob man vielleicht fürs Rennen den Schwierigkeitsgrad nochmal anpassen sollte. Ich würde sagen, wir gehen ins Training mit einer schönen, coolen Cutscene. Wir sind alle miteinander Buddies, wir sind alle beste Freunde in dieser wunderbaren Boxengasse. Keiner ist sich feindselig. Das wird sich am Rennen ändern, weil ich mir ganz viele Feinde machen werde. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht erstmal darum, dass wir jetzt gerade alle ziemlich cool miteinander sind. So. Und damit gehen wir in unser erstes wunderbares Rennen. Was ist das Training? Das Training ist eine freie Session vor jedem Rennen, in der Sie sich mit der Strecke vertraut machen, mit Auto-EP, AEP verbessern können. Sie erhalten Credits und AEP wie im Rennen. In der Training investierte Zeit ist also wichtig für die Entwicklung Ihrer Fähigkeiten. Ihr Auto, das Training mitzunehmen lohnt sich auf jeden Fall, wenn Ihr Auto schneller abgegradet haben wollt, natürlich. Ihr Trainingsinhalt hat eine Zielrundenzeit, die auf Ihrer Driver-Schwierigkeit basiert. Bleiben Sie innerhalb dieser Zeitvorgabe, erhalten Sie einen AEP-Bonus und haben einen guten Anhaltswert, ob Sie im Rennen konkurrenzfähig sind. Ja, das, was ich gerade erzählt habe. So, wir gehen mal rein in unseren ersten Lauf und da können wir auch ein bisschen dann natürlich ein bisschen über die Fahrphysik von Forza Motorsport reden, weil das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Bisher konnte euch noch nie jemand, wirklich kaum jemand sagen, wie fährt sich das denn, außer den Forza Motorsport-Leute selber. Und die sagen natürlich, Bruder, das fährt sich unglaublich gut. Und ich bin ja jetzt schon ein paar Runden gefahren und kann sagen, ja Bruder, sie haben halt schon ein bisschen recht, das fährt sich jetzt, nebenbei, ich habe nur ABS an und Bremspunkte, weil ich natürlich erstmal mit der Fahrphysik wieder reinkommen muss, weil wer aus Forza Horizon reinkommt, ich kann es euch so viel sagen, der wird hier erstmal hemmungslos überfordert sein, weil der Wagen sich halt realistisch fährt und es halt kein Arcade-Racer ist. Forza Motorsport ist zwar immer noch Simcade,
aber den Simulationsanspruch merkt man schon, vor allem Kurvengeschwindigkeiten, Bremspunkte, Gripniveau und sowas. Und auch das Fahrzeuggewicht ist ein ganz, ganz anderes als in Forza Horizon. Und da bin ich sehr froh drüber, weil ich da so ein bisschen Schiss hatte, dass vielleicht ein bisschen in diese Richtung gehen könnte. Und bisher bin ich mit der Fahrphysik aber so vom Fahrgefühl doch sehr angetan. Es ist natürlich alles ein bisschen langsamer, träger, als man es gewohnt ist. Aber wir fahren auch immer noch mal Straßenfahrzeug. Klar, immer ist ein STI S9, aber er ist immer noch kein Le Mans-Prototyp. Ne? Da muss man immer am Ende mit bedenken. Und ja, oben rechts seht ihr schon unsere Autostufe. Ihr seht, wenn wir Punkte sammeln, wenn wir einen guten Abschnitt gefahren haben, wenn wir die Ideallinie eingehalten haben und. Dafür gibt es überall Punkte. Und umso mehr wir eben mit dem Wagen fahren, ja, umso mehr leveln wir diesen Wagen. Und auch die Optik da oben, irgendwie die Schrift, also erinnert mich brutal an Skyrim. Und vom Vibe her passt das ja. In Skyrim hat man seine Skills ja auch gelevelt, indem man sie genutzt hat. Und so würde ich es ungefähr sehen. Es ist ein bisschen wie ein Bethesda-Rollenspiel, nur mit auf Rädern. Es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus möchte. Das passt schon am Ende ganz gut. Das geht schon in die Richtung. Die KI auch gerade ein bisschen los. Auch wichtiger Hinweis, die KI ist noch ein bisschen manchmal wild am Überschießen. Das ist aber nur in der Preview-Version drin, wie gesagt. Kurz vor Release werde ich euch im Rahmen einer Review zeigen können, dass das dann alles gefixt wurde. So, ihr seht, oben ist unser Strafsystem gerade am Arbeiten gewesen. Bei alle Kollisionen, alle Abkürzungen berechnet das System einmal durch und guckt, naja, ist es straffällig. So, haben wir zum Beispiel, sind wir neben die Strecke gekommen, gibt es ja super viele Spiele, die sagen, ja, aber du bist ja ins Kies gefahren. Ja, aber Alter, ich bin ja langsam geworden. Nee, gib mir Strafe, du hast die Strecke verlassen. Und vor dem Motorsport brechen in dem Moment dann wirklich so, denkst du, okay, du bist außerhalb der Strecke gekommen, aber du hast ja Zeit verloren, also ist keine Strafe nötig. Wenn du halt Zeit gewinnst, dann kriegst du eine Strafe. Ich vermute auch, wenn du nach der Kurve, nach dem Abkürzen vom Gas gehst, wird das Spiel auch Gnade walten lassen. Sagen, okay, er hat es ja wieder einbüßen lassen. Und dann passt das so. Aber das finde ich ein sehr, sehr cooles System, auch jetzt gerade bei der Kollision. Hat ja keinen von uns jetzt wirklich einen Nachteil gegeben. Den Spieler hat sich auch entschieden, okay, Strafe ist nicht nötig. Das hat sich ja so geklärt und war einfach ein Rennunfall. Natürlich muss man sehen, wie das dann am Ende im Multiplayer funktioniert. Ich meine, Gran Turismo und so hat auch ein Strafsystem und manchmal bei, also da haben wir gerade ein Fahrzeuglevel abgehabt. Und ihr wisst selber, bei manchen Kollisionen und so ist das Spiel dann manchmal so, ey, er ist hier hinten reingefahren, naja, du bist schuld. So, Bruder, was? Und da muss man halt abwarten. Ne? Also das, wie gesagt, die Idee und Umsetzung sieht erstmal gut aus. Man muss halt sehen, wie so dann in der Praxis im Multiplayer ist, weil der Multiplayer natürlich sehr von diesem System am Ende leben wird. Weil das natürlich sehr zum Fahren und so neigt. Und ihr seht, ja, drei Runden schließen wir auf jeden Fall ab. Unsere Bonuszeit von 1 Minute 4,5 werden wir nicht schaffen. Unsere Bestzeit ist nämlich bisher eine 1,56. Vielleicht bin ich mit Schwierigkeitsgrad Stufe 6 ein bisschen motiviert gewesen, aber naja, gut, wir wollen ja eine gewisse Herausforderung. Fahrzeuglevel 7 haben wir schon mal erreicht. Ich glaube, Maximallevel müsste Level 50 oder sowas in die Richtung sein. Zumindest ist in den Upgrades das letzte Teil, was man so gesehen hat, glaube ich, Level 50er Teil. Ja, 10 Minuten hätten wir jetzt noch, wir können aber auch einfach in die Box zurückkehren. Und dann ist dieses Training abgeschlossen, wir haben ein paar Punkte mitgenommen, haben kurz mal gesehen, wo wir so schwierigkeitstechnisch jetzt in diesem Lauf ungefähr stehen. Und natürlich ist es auch gut, um die Strecke ein bisschen zu lernen. Das lohnt sich vor allem natürlich dann für Rennen, wo es dann mit Qualifying ist, wo man dann halt natürlich dann noch Langstrecke fährt mit Boxenstops und so. Jetzt bei so einem 3-Runden-Rennen oder 4-Runden-Rennen ist das Training jetzt nicht so relevant wichtig, aber natürlich bei den anderen ist dann, um so ein bisschen in den Flow reinzukommen, gar nicht so verkehrt. So, wir sehen, das Wetter ist gewechselt, haben wir jetzt. Wir sind nämlich jetzt hier wunderschön, aber ist weitgehend klar, immer noch 8 Uhr morgens. Wir entscheiden uns immer noch für sehr frühe Startzeiten und ich bin immer noch kein Fan davon. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ins Rennen rein. Ins erste Rennen hier in Forza, im neuen Forza Motorsport. Und schauen nochmal, was da so geht. So, hier sind wir erstmal gerade die Startaufstellung von allen Leuten, die hier teilnehmen, mit allen Fahrern, ihren Mechanikern daneben, die immer ein bisschen, ja, sagen, hier, Dude, du bist richtig scheiße gefahren und so typische Sachen hier, ne, da werden aber richtig wichtige Sachen in den Kopf geworfen, sehen hier auch, ich glaube, wir müssten auch ein paar bekannte Gesichter haben, hier, der Nette Ray ist dabei, der Andi hier auch in der Supra am Start und beide auch, muss man sagen, minder motivierten Menge an Sprit dabei, also die haben auf jeden Fall noch heute eine Mission, sag ich mal so, starten wir mal vorne und wir müssen mal gucken, man kann auch dann im finalen Spiel, vorm Rennen, wenn es kein Qualifying gibt, wie in dem Fall, außer es gibt Qualifying, kann man seine Startaufstellung noch wählen. Also du kannst wählen, wann du, wo du starten willst. Umso weiter du vorne startest, umso weniger Credits gibst. Und weiter hinten natürlich ist die Herausforderung, dann höher Leiter nach vorne zu kommen. Das gibt dann nochmal weiteren Credit-Bonus. Ist jetzt hier in der Preview, wie gesagt, nicht drin, aber im finalen Spiel ist das so, wenn das Event selber kein Qualifying hat. Wenn Qualifying ist, fällt das natürlich flach, ist natürlich klar. So, ich würde sagen, wir gehen rein. Genug Blabla, aber ich will ein bisschen drüber rumreden, dass ihr ein bisschen Kontext habt und hier nicht einfach reingeworfen wird, weil dann ist das vielleicht ein bisschen verwirrend manchmal. So, Rennen Nummer 1. Ich weiß gar nicht, wohin Platz ich jetzt starte. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und das ist eine Sache, die ich ein bisschen schade finde. Der Countdown geht nämlich runter und man sieht seine Drehzahl erst nachdem. Aber wir starten vom P13.
Ich finde das nicht so geil, weil du deine Drehzahl nicht timen kannst. Du siehst sie ja nicht. Also wenn du Cockpit fährst, ja, dann kannst du es timen, dann siehst du deine Drehzahl. Aber wenn du nicht wie ich Third Person fährst, hast du das Problemchen, Kollision, dass du dann eben leider deine Drehzahl am Start nicht siehst und die Drehzahl nicht so timen kannst. Finde ich ein bisschen unglücklich gelöst, muss ich sagen. Weil vor allem bei einem Simcade Racer wie Forza ist der Start natürlich in so einem Rennen schon eine, ich sag mal, ein elementarer Bestandteil, würde ich mal behaupten. Das Bunkern hier. Da geht ein Subaru, macht schon mal den Subaru-Fahrer einmal ein bisschen Offroad. Uiuiui, absolutes Chaos hier vorne. Strafsystem, da habe ich die ganzen 2 Sekunden neu berechnet, wenn ich jetzt gerade nächste in die Karre gefahren bin. Wir sind aber hier schön dran. Wir sind auf P7 vorgekommen. Ich will mal sagen, war eine ganz solide Startphase. Jedes Überholen gibt es natürlich auch nochmal Bonuspunkte hier. Hier schön an den MG drankommen. Was vielleicht jetzt hier auf der Startzielgeraden vielleicht gleich vorbeiziehen können. Man muss natürlich sagen, die Leute im Vorreiteren und Vorderen, die haben natürlich schon geupgradete Fahrzeuge. Weil wir wollen es ja natürlich über diesen einzelnen Bildercup natürlich bis zum Ende hin unser Auto upgraden und natürlich auch auf deren Level kommen. Weil, müsste ich auch hier sehen können, da genau, seht ihr nämlich, die haben einen höheren Leistungsscore. Wir haben 547er Score hier vorne Teil mit 577 teilweise schon am Rumfahren. Da sind die Fahrzeuge natürlich schon ein bisschen geupgradeter. Und da haben wir natürlich dann teils auch natürlich keine Chance. Und dadurch ist natürlich eben diese Aufgabe, deinen Wagen nach und nach aufzubauen. Dass der natürlich am Ende des Bilders Cup natürlich dann auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Komplett super hier weit draußen. Da können wir direkt mal nutzen. Stufe 8 hier schon mal erreicht und auf P4 vorgefahren. Vielleicht können wir mit ein bisschen Attacke noch auf den Podiumsplatz kommen. Das wäre natürlich ziemlich nice. Früh reinbremsen, schön den Scheitelpunkt. Ja, es war vielleicht ein bisschen motiviert. Gucken, was das Spiel dazu sagt. Nur noch keine Strafe, das war noch okay. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt auch Du-Du-Du. Also du kriegst auch beim ersten Mal Cutten. Also wenn es natürlich jetzt nicht ist, dass du die Strecke komplett außen vor lässt und einfach deine eigenen Wege fährst, gibt es auch mal eine Verwarnung. Da hat das Spiel so, ich hab mal hingeguckt, mach halt nicht nochmal. Okay, sag vorsichtig, dann passt halt mit uns. Dann sind wir cool miteinander. Da immer schön abwägen. Also natürlich solltet ihr nicht abwägen, ob ihr jetzt cutten solltet. Cuttet nicht, macht's halt nicht. Da kommen wir nicht so gut ran. Aber wir halten zumindest P4 gerade solide. P4 wird solide gehalten. Oben wird es gerade angezeigt. Wir haben noch für 5 Runden Kraftstoff. Das sollte auf jeden Fall mehr als genügen, würde ich mal behaupten. Ah, hier sind wir ein bisschen schnell. Ja, da geht es dann einmal ein bisschen neben die Strecke. Da dürfte uns aber auch keine Strafe. Obwohl, nee, da könntest du verwarnen. Ja, nee, keine Strafe, okay. Weil das war ja jetzt schon ein bisschen Vorteil bringen. Wir sind zwar schon ein bisschen weit rausgekommen, aber ich habe ja nicht wirklich Tempo dadurch verloren. Weil ich konnte ja ein bisschen extenden. Das ist ja dann schon wieder, wie gesagt, dieses Cutten, wo dann auch natürlich eine Strafe legitim wäre. Weil man natürlich ja daraus einen Vorteil schlägt. Also mit Vorteil natürlich mit Cutten ist natürlich dann nicht regelkonform. Wie das gehört. Das ist so irritierend bei dem Spiel, finde ich, so die Fahrzeuge ohne Kennzeichen zu sehen. Es macht natürlich gewissermaßen Sinn, dass wir fahren auf einer Rennstrecke. Hier müssen die Karren nicht angemeldet sein. Das ist vollkommen richtig. Aber ich fände, glaube ich, die Tuning-Option cool, Kennzeichen dran zu machen, wie bei Gran Turismo. Weil irgendwie das so leer aussieht. Ich weiß nicht. Also Front ohne Kennzeichen, brauche ich nicht überreden, das ist das Geilste, was es gibt. Würde ich mich Deutsche sehr fühlen, wenn wir das auch so hätten. Aber die Heckpartie ohne ist schon irgendwie wild. Ja, ist schon irgendwie ein bisschen sehr clean. Auch wenn wir es wirklich clean haben, wir haben auch keine Löcher im Kofferraum. Die Runde war auf jeden Fall recht gut, war nochmal schneller. Das ist eine neue Bestzeit gewesen. Reicht aber trotzdem nicht, um an die ersten drei da ranzukommen. Die fahren da schon noch ihre eigene Pace, muss man leider sagen. 10er Segmentpunkte ist, glaube ich, sehr gut. Aber nochmal, um auf die K-Level anzukommen. Ich meine, Level 50 müsste maximal sein. Weil ich hatte beim Subaru natürlich schon mal ein bisschen geguckt. Das kann ich euch gleich nach diesem Rennen natürlich auch ein bisschen einmal kurz zeigen. Da gibt es nämlich dann, sieht man an den Teilen, welche man dann spätestens freischaltet. Zum Beispiel Motorswaps und Antriebsswaps. Die sind je nach Fahrzeug wirklich sehr, sehr spät erst dran. Also das ist nicht so eine Sache, so ihr kauft einen Subaru und baut direkt V12 rein. Nee, da müsst ihr euch schon mit dem Wagen beschäftigt haben, dass ihr das Recht habt, diesen wunderbaren Boxermotor aus dem KZ rauszuruppen. Das müsst ihr euch verdienen im Laufe des Spiels. Und leider werden wir uns hier einen Podiumsplatz im ersten Rennen nicht verdienen. Ja, die drei sind da leider ein bisschen flotter. Die haben da ein bisschen mehr Pace, die sie uns hier entgegenwerfen können, leider Gottes. Da werden wir leider nicht rankommen können. So, ab 3 Runden wird dann auch oben die Kraftstoffzeige schon so ein bisschen dunkler. Da wird schon mal drauf hingewiesen. Bruder, denk vielleicht mal in den nächsten Runden ans Tanken. Na, mach da mal einen Stop rein. So. Aber wir haben 9 Plätze gut gemacht. Ich würde mal sagen, ist ganz gut. Auch hinter uns. Dark ist 6 Plätze gut gemacht. Das ist auch nicht verkehrt. Wir haben mit unserem Score auf jeden Fall, sollten wir da nicht hingehören. Aber wir haben es geschafft.
insgesamt erste Veranstaltung, es gibt natürlich noch Punkte, ne? Gesamtwertung Platz 4. Aber na, wie gesagt, wir sollten ja im Durchschnitt Rennen 2 und 3 natürlich Geschwinkel aufbauen. So, hier sehen wir P4, leichte Schrammkampfspuren, aber ich würde sagen noch vollkommen in Ordnung, die wir hier sehen, an unserem wunderbaren Scooberoo. Und da sehen wir die ersten drei. Das finde ich ganz cool präsentiert, dass man eben die Leute dann, ne, mit ihren Uniformen und so sieht. Man, Anzüge kann man natürlich auch wieder wählen und sowas. Natürlich alles anpassbar, wie man, wie es gewohnt ist aus letzten Forza Motorsport. Bisher sind noch keine zu wilden Anzüge dabei. Forza Motorsport hat ja teilweise wilden Kram dabei. Also mal abwarten, was da noch so im Laufe des Spielzyges reinkommt. So, Fahrerlevel können wir natürlich auch aufsteigen. Wir kriegen natürlich auch ein paar Credits dazu. Weil das sind auch natürlich auch hier nebenher leveln. Und ihr seht zum Beispiel jetzt, wenn wir ein Fahrzeuglevel erreicht haben, genau, wir haben jetzt eben, ja, bei Stufe 8 schalten wir Feder und Dämpfer frei, dass wir die einbauen können. Also nicht nur zum Beispiel die Sportsachen, sondern die komplette Kategorie Feder und Dämpfer können wir dann theoretisch wechseln. Kostet natürlich je nachdem immer mehr K-Points, wenn man will. Kraftstoffanlage haben wir auch noch frei, wunderbar. So, und jetzt können wir natürlich einerseits die Aufzeichnung speichern. Die ich euch leider nicht zeigen darf, ich darf euch die Replays nicht zeigen, aber die sind für mich halt praktisch, weil ich natürlich damit Bumblitz erstellen darf. Das darf ich nämlich. So. Wie gesagt, ganz drumherum, da dürfen wir euch noch nicht so viel von zeigen, aber wie gesagt, das wird noch passieren. Wir gehen mal rüber zum zweiten Rennen und das ist nämlich Mugello und gehen dann jetzt mal in dieses System hier rein. Wenn du die Stufe deines Autos erhöhst, erhältst du Autopunkte, kurz AP. Mit deinen AP kannst du Tuning-Upgrades für dein Auto kaufen. Experimentiere mit verschiedenen Teilen. Wenn ein Teil nicht das gewünschte Ergebnis liefert, entferne es einfach wieder. Du bekommst die AP zurück und kannst es mit einem anderen Teil probieren. Genau. Kein Auto gleicht dem anderen. Jedes Auto hat seine eigenen einzigartigen Teile. Wenn du die Stufe des Autos erhöhst, werden neue Teilekategorien freigeschaltet. Durch den Einbau von Teilen ändert sich die Leistung des Autos. Der LI-Wert wird dann neu berechnet, um die Änderungen wiederzuspiegeln. Der LI eines Autos wird durch sein Leistungsniveau bestimmt. Je schneller das Auto ist, desto höher ist sein LI-Wert. Autoklassen entsprechen einem vorgegebenen LI-Bereich. Jede Veranstaltung hat eine Autoklasse und ein LI-Limit, unter dem wir bleiben müssen, um teilzunehmen. Was ich an sich sehr gut finde. Ne? Forza Horizon hat ja dieses Mach, was du lustig bist. Und natürlich ist es schön, wenn der Spieler komplette Freiheit hat. Aber ich finde es ganz cool, im Rahmen der Kampagne und der Progression dem Spieler schon so ein paar Vorgaben zu geben. Hier, das sind die Autos, die kannst du wählen. In dem Umfang darfst du die tunen. Also ich hasse so zwar ein bisschen Grenzen, aber in dem musst du dich dann halt komplett austoben. Das finde ich für eine schöne Story-Progression sogar ein bisschen angenehmer. Weil einfach so, naja, hier sind die Rennen, mach, was du willst, finde ich immer so bisschen faul seitens der Entwickler. Und diese Restriktion finde ich schon ganz cool, bin ich ehrlich, weil ich so ein bisschen, wie gesagt, mehr Leiten an der Hand finde. Behalte immer ein Gleichgewicht aus Leistung und Handling im Auge. Ein zu starker Fokus auf einen Bereich kann sich negativ auf unsere Konkurrenzfähigkeit auswirken. Experimentiere herum, um einen für dich geeigneten Build zu finden. Genau. So. Gut, wir dürfen am Anfang leider nur ein Schnell-Upgrade machen nach dem ersten Rennen. Da lässt er uns leider noch nicht direkt rein. Das können wir aber gleich nochmal machen. Wir machen mal kurz hier, ihr seht, wir haben 1400 K-Points. Bis zu 50 gehen wir jetzt aus, gehen auf ein 588er Score hoch. Also schon recht nah an das natürlich Leistungslimit, weil ihr seht, 600 ist Maximum. Und bestätigen das Ganze einmal. Und theoretisch kann man jetzt, wie gesagt, diese einen Teile, die wir eingebaut haben, wieder ausbauen. Weil ich kann jetzt mal kurz hier reingehen. So, jetzt darf ich hier auch wieder rein. Und kann diese Teile eben ein- und ausbauen. Ihr seht, wir haben zum Beispiel eine Kraftstoffanlage drin, könnten aber jetzt auch sagen, ich würde die gerne gar nicht haben. Ich würde gerne die ausbauen und würden damit natürlich wieder 100 K-Points gewinnen. Könnte aber natürlich auch eine andere einbauen für 200 K-Points. Und ihr seht aber eben auch, welche Fahrzeuglevel wir teilweise brauchen. Hier zum Beispiel Kolbenkompression ist, ich blende mich mal gerade währenddessen aus, Level 35. Und wie gesagt, wie ich es euch gesagt habe, zum Beispiel Antrieb, hier unten, da bei Umbauten, haben wir nämlich hier dann die sehr hohen Level. Motorwechsel Stufe 40, Karosseriebausatz, also in dem Fall White Body Kit für den S-Mod 9 oder Antriebswechsel in Stufe 50. Das variiert natürlich, denke ich mal, ein bisschen von Wagen zu Wagen, aber nichtsdestotrotz muss man da schon ein bisschen Zeit reinbringen. Und ihr habt gesehen, wir haben jetzt natürlich zwei Level gemacht, aber Level 50 dauert dementsprechend natürlich ein bisschen. Und das Spiel hat natürlich jetzt schon ein paar Upgrades installiert. Wie gesagt, wir könnten jetzt hier selber nochmal durchgehen und sagen, was wir haben wollen. Eine Sache, die bei Forza Motorsport im Gegensatz zu Forza Horizon ist natürlich Ballast, damit ihr euer Wagen theoretisch schwerer machen könnt, weil ihr könnt jetzt hier sagen, reingehen und ihr seht, da verlieren wir oben wieder, sagen wir mal, eben unser aktuelles LE ein bisschen, können aber dadurch vielleicht andere Upgrades installieren, haben dafür aber einfach ein bisschen mehr Gewicht, je nachdem, wie uns das, wie wir das wollen. Und das Gute ist, ihr seht zum Beispiel, der Ballast kostet keine Kappe. Also euer Auto schwerer zu machen, das kostet euch nichts.
Das könnt ihr frei wählen. Und zum Beispiel auch sowas wie eben hier Felgen wechseln. Ich zeig's euch gerade mal. Steuerräder. Ist noch nicht richtig übersetzt, ne? Also es heißt auf jeden Fall, ob denn da öffentlich nicht Steuerräder, sondern Felgen. Die kosten zum Beispiel nicht viel. Ihr seht, 25 K-Points kosten hier einen Satz Felgen. Ich weiß nicht, ob es Vorderachse oder Hinterachse komplett, aber es dürfte komplett sein. Ja, gibt's ja nur bei Forza Motorsport. Es gibt's ja leider immer noch nicht getrennte Achsen. Also dementsprechend so Optik-Tuning. Da hat man drauf geachtet, dass dann doch nicht zu viel ist. Zum Beispiel hier Bodykit kann ich noch nicht ändern. Dafür muss ich erst Level 15 werden. Aber dass ihr da schon mal einen kleinen Einblick gewonnen habt, wie das ganze System hier so läuft. Ne? Also an sich, wie gesagt, recht schön aufgebaut das Ganze, muss ich fairerweise sagen, finde ich an sich ganz cool gelöst. Und wie gesagt, das kann nur sehr grindy werden, weil das halt für jedes Fahrzeug zählt. Ihr werdet natürlich nicht alle Autos von Forza Motorsport fahren, aber ja, wie gesagt, die ihr fahren wollt, da müsst ihr ein bisschen Zeit investieren, wenn ihr die halt wirklich in vollem Umfang nutzen wollt. Vor allem für Private Lobbys und so. Da weiß ich nicht, ob es da irgendein System gibt, das auszuhebeln dann, wenn man da irgendwas privat machen will. Und wie gesagt, es gibt im Multiplayer auf jeden Fall auch Lobbys, wo das dann eben anders gelöst ist, dass ihr da eben gewissermaßen, was soll ich jetzt gerade sagen, gewissermaßen, jetzt fehlen mir die Wörter, dass ihr da fertige Autos habt, beziehungsweise dass da eben dieser Score nicht wichtig ist, sondern die Autos eben vorgegeben werden. Das ist dann im Multiplayer nicht immer relevant, gewissermaßen. So, ich würde mal sagen, wir gehen auf jeden Fall noch zum zweiten Rennen nach Mugello. Eine wunderbare Strecke, die wir auf der Gamescom gesehen habt. Die war im Rahmen der Gamescom-Demo, hatten sie diese Strecke präsentiert und gezeigt. Da hat man die gesehen gehabt. Schöner Kurs. Finde ich sehr, sehr gut. Und Nürburgring Grand Prix ist ja auch drin. Nordschleife kommt noch erst im Frühjahr, weil das von Ground Up, über die Fahrzeuge, wie gesagt, brauche ich reden, dass die nicht von Ground Up gebaut worden sind. Die Strecken sind aber von Ground Up gebaut worden. Um die Steuerung des Autos auswirken, verändere sie am besten nur nacheinander. Dankeschön. Aber die Strecken wurden wirklich komplett neu gebaut für Forza Motorsport, deswegen nur Nordschleife, die braucht halt ein bisschen länger. So, Fahrhalten werden standardmäßig aktiviert, die habe ich aber natürlich schon, ihr seht es hier einmal, ein bisschen eingestellt, direkt im Intro, so wie es halt sonst auch aus Forza gewohnt bin. Grand Oak ist eine neue Strecke mit einem schnellen Layout, das Fehler verzeiht. Geh in den Trainingsrunden mit deinem neuen Bild ans Limit, um die Zielzeit zu erreichen. Ist nicht Grand Oak, was wir fahren, wie gesagt, in einer Preview-Version. ich würde sagen, wir lassen die Schwierigkeitsgrade jetzt einfach mal so und gehen einfach mal direkt ins Training rein. Ah, fuck, jetzt habe ich den Sprit nicht gewechselt. Naja, egal, dann fahren wir halt mit zu viel Sprit, man kann ja auch mal ein bisschen rum. Jetzt habe ich die Karre getunt und baller mir da aber erstmal ein paar Kilo an extra Liter rein. Ey, es ist doch wieder Peak-Content hier, Leute. Schlüsselsegmente. Im Training fahren sich Schlüsselsegmente. Bei diesen handelt es sich um wichtige Abschnitte der jeweiligen Strecke. Konzentrieren Sie sich auf diese Segmente, um Ihre Rundenzeit zu verbessern. Wenn Sie in einem Schlüsselsegment einen neuen persönlich besser erfahren, halten Sie es für Sieger Auto-EP. Okay. Ah, das wird hier ein Segment sein. Hier sind so Pylonen aufgestellt, wie ihr gerade gesehen habt. Oh, wir fahren eine ganz kleine Mugello-Variante. Oh Junge, das ist ja wirklich. Okay, nee, wir haben. Hatten wir Mugello? Doch, wir hatten Mugello. War Mugello, doch, aber wir hatten komplett Mugello gesehen. Genau, wir hatten die große Variante. War aber auch in anderen Bilders Cup, den wir gesehen haben. Okay, das ist auf jeden Fall ein Abschnitt, ein Segment. Den hatten wir auf der ersten Strecke noch nicht. Gut. Es ist ja das Intro-Drive, der Bilders Cup, den wir hier gerade fahren. Heißt, hier wird natürlich nach und nach erstmal ins Spiel reingeführt. Damit man natürlich so ein bisschen weiß, was Sache ist. Wir sind auf jeden Fall gleich schon im nächsten Autolevel. Wir haben nämlich. Ah, jetzt haben wir. Genau, jetzt sind wir in diesem Sektor. Den wir jetzt gerade unten angezeigt bekommen. Okay, wie lang der geht. Wir haben es auf der Map jetzt nicht angezeigt im Rahmen, bis wo wir den fahren müssen. Es wäre ganz cool, wenn das vielleicht dann noch farblich untermalt werden würde, aber na gut. Hoppala, bisschen weiter raus. Jede Strecke ist in Segmente unterteilt, die wir nutzen können, um deine Rundenleistungen zu analysieren. Wir stoppen deine Zeiten in Schlüsselsegmenten, um zu ermitteln, wo du deine Fahrtechnik noch verbessern kannst. Experimentiere mit Brems- und Beschleunigungspunkten und finde deine perfekte Linie, um in jeder Runde wertvolle Sekunden zu sparen. Das ist aber schon ganz cool zu wissen, dass das Training ja so ein bisschen an der Hand nimmt, so in die Segmente zeigt, wo es halt jetzt wichtig ist, gut Tempo mitzunehmen. Das dürfte hier aber auch ein ganz guter Sektor sein. Ja, sehr schön. Neue Bestleistung. Ja, die absolvierte Runde, die wir haben, sollen wir da 1,64. Ja, da sind wir auch noch weit von entfernt. Also ich bin da Schwierigkeitsstufe 6 eindeutig den Level, den ich fahren sollte im Training. Aber na gut. Aber ich komme jetzt schon deutlich besser mit dem Subaru klar, nachdem ich jetzt das erste Rennen gefahren bin. Man versteht den Wagen. Gut, man muss auch sagen, dass er sich besser fährt, ist natürlich jetzt auch der Punkt. Wir haben ihn ja auch geupgradet. Ne? Der Wagen hat Reifen bekommen und so Kram. Also der ist ja jetzt auch schon fast maximale für diesen kleinen Builders Cup, wo ja eben das maximale Wechsel ist. Aber wir haben ja auch in diesem Builders Cup nur 3 Rennen. Und die sind ja auch nicht so lang. Und es ist ja auch nur das Intro, ne? Wie gesagt. Sehr schön. Das war in dieser Session deine schnellste Zeit in diesem Segment. Mach weiter so, dann haben wir heute kein Problem, unser angepeiltes Ergebnis einzufahren.
Ich habe ja gezeigt, es gibt ja noch deutlich mehr Bilder als Cups und allem. Also sehr cool, die ganzen Cups da. Wie gesagt, vor allem in den verschiedenen Settings und so. Da habe ich schon sehr Bock drauf. Das könnte schon sehr, sehr cool werden. Ja, okay, da bin ich rausgekommen. Das zählt dann nicht mehr in dem Segment. Gab keine Strafe, aber leider Gottes werde ich da jetzt nicht die Bestzeit bekommen. Ne, die wird mir natürlich jetzt nicht angerechnet, leider Gottes. Schade. Weil ich natürlich, ja, da rausgekommen bin. Also da wird dann leider doch schon auf die Ideallinie fährst. Du darfst, wie gesagt, immer von der Strecke kommen und so, jetzt kriegst du ja keinen Straf für und natürlich für Bestzeitfahrten und so. Hast du natürlich weiter dran zu halten. So, jetzt haben wir leider ein bisschen Verkehr. Die KI ist natürlich hier auch am Trainieren. Was ich ganz cool finde, dass du die Trainingsläufe nicht alleine machst, sondern auch Verkehr auf der Strecke ist. Was halt einfach der Glaubwürdigkeit natürlich sehr gut tut. Bin ich sehr großer Freund von, dass sie darauf geachtet haben, dass sie eben im Trainingslauf nicht, die Strecke ist jetzt für dich alleine, du fährst zwar gleich ein Rennen gegen 20 andere Leute, aber die haben halt einfach gar keinen Bock zu trainieren. Das könnte ein bisschen Zeit werden, aber war sehr, sehr viel Steuern teilweise dabei. Aber es gibt richtig gute Belohnungspunkte. Also die Segmente im Training gut zu fahren, lohnen sich auf jeden Fall mal richtig hardcore, weil das gibt ja richtig gut in Level rein. Level 10 jetzt schon geworden mit dem S1 9 hier. Nächster Abschnitt, den jetzt auch mal ein bisschen besser zu fahren. Das zählt noch nicht. Gut, da darf ich, soweit darf ich extenden, das ist schon gut zu wissen. KI fährt hier schon wieder in die Box, macht sich hier ein ganz, ganz kürzes Ründchen rausgekommen, direkt entschieden, Digga, da passt überhaupt was nicht. Kriegt der Ingenieur direkt Backenfutter. Okay, Zeit haben wir jetzt leider nicht geschafft. Wir unsere Bestzeit von 1,73. 0,9 Sekunden sind schon eine Menge, Alter. Also da im Training fehlt uns noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Zeitpuffer, naja. Und deswegen erstmal schön mit in Rage mit 150 in die Boxengasse. Die Leute sollen mich fürchten, die sollen Angst vor mir haben, wenn ich da reinkomme. Schön. So, ich würde sagen, wir können ins Rennen rein, ne? Ah, ne, warte mal, ne. Wir machen mal hier ganz gut Kreuz. Das machen wir, da fangen wir ja nicht so an, ne? Ich habe ja gerade mich beschwert, dass ich zu viel Sprit dabei habe. Dann ändern wir das direkt mal. Also die 4 Runden ist vielleicht ein bisschen. Wir machen mal 6 Runden, das geht auf. Das wird aufgehen. Warten Sie ab. Das wird der Kniff für diese Rennen. Das wird der Kniff für das Rennen. So, gehen wir mal in Rennen Nummer 2 hier wunderbar an Mugello. Das Intro und so, die ganzen kleinen Cutscenes finde ich ganz schön. Die haben zwar keinen krassen Mehrwert, die sind auch nicht super fancy, aber ich finde sie halt für die Aufmachung ganz cool, weil es jetzt halt mal wirklich wirkt, als würde man Rennen fahren gegen andere Leute. Okay, Way hier vorne auf Platz 1. Wir gucken mal gerade, wo der Andi ist, weil die sind wirklich beide nicht mehr im Blick habe. Andi hier auf P11, okay. Und ich auf P13, okay, da sind wir direkt hier, ihr seht schon, im Angriffspark. Wir sind direkt hinter ihm. Na gut, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, was so möglich ist hier auf dieser wunderbaren italienischen Rennstrecke. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Potenzial. Vielleicht ist jetzt in Rennen Nummer 2 ja ein Podiumsplatz doch drin und möglich. Wir warten mal ab, wir schauen mal. Start sehr gut. Wir haben natürlich den großen Vorteil, wir haben Allrad. Ne? Das muss man immer bedenken. Startvorteil ist vorhanden. Grip ist da. Okay, wildes Kuddelmuddel. Wir kommen aber hier gut durchs Feld. Wir kommen direkt mal ganz gut durchs Feld. Und jetzt wird es hier ein bisschen eng. Jetzt wird es hier ein bisschen enger. Da wird man ein bisschen geschoben und gedrängelt und gedängelt. Also denken können wir danach auf jeden Fall, wenn wir hier fertig sind mit dem Auto. Hoppa, da wird mal kurz ein bisschen hinten reingefahren. Nochmal. Das könnte aber jetzt langsam irgendwann mal ein bisschen auf die Strafe gehen, weil ich dem Time-Air-Fahrer. Ja, okay, keine Strafe, sehe ich genauso. Ein bisschen das Rennen verhagelt habe. Ah, oh. Ja, okay, wo wir gerade bei Rennen verhagelt sind, da nehme ich dann vielleicht auch eine Rückspurfunktion. Bin ich aber ehrlich, da war ich selbst dran schuld. Ich kann nicht einfach zumachen, wenn ein Auto ist. Ich habe halt gehofft, dass die KI der Meinung ist, dann, ja, okay, dann ist es jetzt sein Platz. Aber. Nee, er ist der eindeutige der Meinung, der will hier nicht abgeben. Okay, wir sind noch bis P5 vor. Das war eine sehr gute Startphase. Nächsten Teil, ja, können wir hier auf der nächsten Geraden schon catchen. Schön vorbei, außenrum. Easy going. Na, hör doch jetzt auf. Schön reinbremsen. Bisschen spät dran gewesen. Okay. Ja, Podium ist hier locker möglich. Was für ein Geschwindigkeitsunterschied wir zum letzten Rennen haben. Hier ist richtig Dampf im Kessel. Subaru Kamerad. Sehr schön. Wird mal innen reingezogen. Schön. Hat er bis zu früh gebremst. Die ersten beiden. Beides Cadillac, Blackwing, glaube ich, wie die Dinger heißen. Ich finde sie persönlich nicht schön. Ich bin aber auch nicht der größte Cadillac-Fan. So ein Escalade würde ich mir gefallen lassen, aber danach hört es bei mir auch leider auf. Ich bin da nicht so drin. So, P3 haben wir. Podium. Ey, es ist schon mal eine Steigerung zum letzten Rennen. Das kann man auf jeden Fall nicht abwenden. Das macht schon mal auf jeden Fall was her. Aber vielleicht kommen wir noch ein bisschen ran. Vielleicht können wir noch hier irgendwie ein bisschen profitieren. Schön angebremst. Schöne Bremsphase hier. Kurve schön erwischt. Ich würde sagen, wir haben hier ein bisschen was gut gemacht. Hier den Curb gecuttet, das ist aber okay. Sind mit dem, bin noch mit 2 Reifen innerhalb der Strecke gewesen, soweit darf man das ja dann. Ja, die beiden Calyx haben halt Dampf, ne? Da hängt halt ein V8 schön runter, der da jetzt gerade
richtig gut Arbeit macht. Und vor allem Hubraum. Zwei Sachen, die mir fehlen. Aber dafür habe ich ein schönes Blow aufgeholt, muss ich fairerweise sagen. Das ging ganz gut. Gehen wir nochmal in die Cockpit-Perspektive hier. Mal die letzte Kurve reinsliden. Hier schön wieder am Exit früh raus. Ja, ich glaube, wir holen aber nicht wirklich auf. Ich hätte gerne irgendwie so Zwischenzeiten zum Vordermann oder sowas, das wäre ganz cool. Aber auf den Geraden, ich glaube, auf den Geraden ist so mein Main-Ding. In den Kurven komme ich wirklich ein bisschen ran an die beiden Cadillacs. Ja, aber dann leider, sobald wir auf die Geraden kommen, spricht dann der Hubraum. Oh, der bremst. Das war schön reingebremst, ja. Bisschen spät, aber ging noch. Alles gut, noch im Rahmen. Ich muss einfach hoffen, dass die beiden vielleicht einen kleinen Fehler machen. Oder einfach auf Rennen 3 hoffen. Wo ich dann vielleicht mit den passenden Upgrades dann noch hinkriegen könnte. Schön Level up. Ja, ich hänge hier wirklich zwischen den beiden. Der Mustang hinter mir bleibt nämlich auch auf einem relativ sehr Abstand. Ich glaube, wir sind hier alle auf einer sehr, sehr, sehr im Pace unterwegs, leider Gottes. Da tut sich nicht viel. Ui, da bin ich ein bisschen von der Linie weggerutscht. Das hätte auch bis dahin losgehen können. Weil Wiese und Kiesbett sind nicht geil im Forza Motorsport, sage ich, wie es ist. Da kann sich auch mit dem Allrad so schön wegwickeln. Was ich aber gut finde, das soll ja auch abschrecken. Du sollst ja nicht absichtlich durchfahren wollen. Du kannst dich da schön wegdrehen, wenn du Pech hast. Da hast du auf jeden Fall harten Gripverlust. Das kann ich auf jeden Fall schon mal erwähnen. Schön hier rein. Ich würde sagen, fahrtechnisch, physiktechnisch fährt sich das wirklich gut. Die haben ja erwähnt, dass sie die Curbs überarbeitet haben, grundsätzlich die Fahrphysik viel feiner gestaltet haben und ich weiß noch, wie Forza Motorsport sich gefahren und das fand ich immer sehr understeery und sehr boaty irgendwie. Das fühlt sich irgendwie nicht geil. Und das hier ist natürlich auf jeden Fall schwerfälliger als in Forza Horizon, was aber vollkommen Sinn macht, weil es ja in eine ganz andere Richtung schießen soll. Es ist ja eben ein Sim-Catered und kein reiner Arcade-Racer. Deswegen sollen die Fahrzeuge natürlich einen gewissen Realismus mit sich bringen. Und in dem Maß, wie das jetzt hier Forza Motorsport für mich rüberbringt, macht das Spaß. Du brauchst ein bisschen Gewicht, das ist kein leichtes Fahrzeug, muss man einfach sagen, wie es ist. Und so wie er in Kurven agiert, wie ich bremsen kann, welchen Kurvenspeed, den er gehen kann, das fühlt sich schon wirklich glaubwürdig an. Und vor allem muss ich sagen, man merkt jetzt schon von Rennen zu Rennen diesen Unterschied mit den Upgrades, der macht sich merkbar. Also du merkst wirklich, dass wir was in dem Wagen installiert haben. Der Wagen fährt sich nämlich jetzt schon anders als bei Rennen 1. Und das finde ich schön, dass du diese leichte Progression alleine schon spürst. Leistungstechnisch haben wir das schnellste Auto im Feld. Hoppala. Oh. Das ist P3 wirklich, das ist peinlich, Leute. Naja, gut, wir sind, können wir noch... Ja, es kann noch klappen, dass wir hier vielleicht die Meisterschaft gewinnen gegen Ray. Guck, fahre ich nur virtuell gegen seinen Driver da und werde trotzdem auseinandergenommen. Ray, das geht so nicht. Das ist nicht okay. Das nee, ja, P3, das... Ja, da haben wir euch jubeln. Dann hier Ray, P1 natürlich. Ja, da müssen wir... Ey, Rennen 3 muss jetzt P1 kommen. Rennen 3, das dritte Rennen, müssen wir schaffen. Da muss P1 auf jeden Fall drin sein. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. P1 ist Must-Have. So, wieder ein bisschen XP bekommen. Ein bisschen Credits gab es auch dazu. Fahrerstufe 9, wir haben jetzt Differential freigeschaltet. Reifenmischung können wir wählen. Und die Schwungscheibe haben wir jetzt auch dabei bekommen. Nur noch eine Veranstaltung in der Serie. An die Arbeit. Ja, mache ich sofort. Ich speichere mal ganz kurz meinen Replay. Dankeschön. Ich nenne es mal die 3. Ich nenne das Ding gerade einfach bezahlen, um einfach mir zu finden, wann es war passiert ist. So, wir gehen weiter. Und gehen jetzt mal in License-Tuning. Wir haben nämlich 700 Car-Points bekommen für dieses Event. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so Schönes machen können. Wir sehen auch, wie viele Car-Points wir wo ausgegeben haben, was ich ganz cool finde. Wenn du es eingebaut hast, siehst du, wo du Car-Points ausgegeben hast, wo du vielleicht noch welche reinholen kannst. Bremse könnten wir sogar noch upgraden. Ich würde aber gerne ein bisschen Leistung machen. Er fährt sich nämlich ganz gut, aber ich würde gerne einfach ein bisschen Leistung machen. Antrieb, Getriebe, Differential können wir machen. Steuerräder, Reifen. Aerodynamik können wir noch nicht. Motorwechsel auch nicht. Hubraum, Kompression auch nicht. Zündung. War noch mehr Zündung? Ja, oder, okay. 200 Punkte, dann ist eh schon Feierabend. Dann sind wir schon auf dem 600er Score. Mehr dürfen wir gar nicht machen. Ich würde es gerne mehr machen, aber wir sind schon auf 600er Score. Und ich glaube, wenn ich jetzt mehr mache, sagt das Spiel, ist nicht, ne? Ja, genau, dann kommt oben die Fehlermeldung. Das ist nicht mehr passend fürs Auto. Gut, dann nehmen wir das hier einmal. Haben jetzt maximal getunten Subaru. Fürs letzte Rennen in Kialami, ne, der neuen Strecke aus Südafrika. Doch, Kialami.
geborener Südafrikaner, man hört es eindeutig raus, wenn ich die Strecken ausspreche. So, wie gesagt, der neuen Strecke hier in Forza Motorsport. Schöne Strecke nebenbei auch. Vor allem die Auslaufzonen sehen wirklich sehr fancy aus. Das hat man auch in den ganzen Grafikdemos immer gesehen, dass sie sehr fancy und gut aussehen. So, wir gehen mal ganz kurz wieder natürlich in Kraftstoffreifen und werden natürlich auch hier wieder passend. So ein 3-Runden rennen, dann wird es ein bisschen länger gehen. Dann machen wir mal schön 5 Runden Sprit rein. Leistungstechnisch sind wir jetzt auch gut mit an Bord. Wir haben das stärkste Auto im Feld. Und sind wir fairerweise ehrlich, Niederlage ist jetzt nicht mehr zu akzeptieren. Ich gebe jetzt auch, ihr seht ihr, ne? Wir haben im ersten Rennen aber den Leuten noch schön die Faust gegeben. Jetzt geben wir denen die Lösche immer noch, aber nach dem Rennen, wenn man sich nicht einig geworden ist. Wisst ihr, wie ich meine. So, Rennen Nummer 3 im Intros Builders Cup. Schauen wir nochmal, was wir so rauskriegen können. Strecken kenne ich halt gar nicht vom Verlauf, das wird jetzt ein bisschen mein Genickbruch, dass ich erstmal gucken muss, wo es hier lang geht. Das sieht fancy aus. Es sieht aber fancy aus. So, hier haben wir einen der Abschnitte schon. Der natürlich dann auch erst gleich in unserer Runde selber aktiv ist. Wir sind ja gerade noch in der Einführungsrunde für unser Training. Uiuiui, ein bisschen anders Stewie hier. Also aber eine schärfere Zündung. Da kann auch mal ein bisschen was, an Casala kommen. Wir sehen die gerade, ich dachte, sie gerade schon recht lang. Gleich ein Knick hier drin, aber da brauchen wir natürlich nicht vom Gas gehen. Naja, wie gesagt, den Streckenverlauf von dieser Strecke. Der ist mir komplett neu, heißt, hier müssen wir uns jetzt erstmal reinfinden. So, erster Sektor, erstes Segment. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich bremsen muss, in welchen Gang ich hier fahren muss. Das werden wir jetzt. Dafür ist das Training jetzt halt wirklich perfekt, weil ich natürlich jetzt trainieren kann und gucken kann, dass ich ja den Streckenverlauf lerne. Weil natürlich, wenn ich hier die Mannschaft vielleicht noch gewinnen will, erstmal ich Way komplett ins Kiesbett drücken muss, das ist wahrscheinlich. Und natürlich, ich natürlich gewissermaßen auch den Verlauf kennen muss. Ne? Weil schnell ist nur, wenn man die Strecke kennt. Nächstes Segment, in dem wir hier reinrutschen. Es geht recht flott. Kurve macht zu. Ich mag Kurven nicht, die im Verlauf der Kurve ihren Winkel ändern. Finde ich immer zum Kotzen. Aber wir leveln gut mit dem Subi. Level 12 hier schon am Start. Und natürlich, umso länger die Rennen sind und sowas, ne, umso mehr macht ihr natürlich dann auch die Auto-IP. Also, wie gesagt, natürlich einfach Fahrzeit bringt euch Fahrzeuglevel. So aus. Hier, meine nächste Bestzeit, hier nächste Sektor. Wo ist der Brems? Das ist aber fies. Fährst du eine blinde Kuppe zu? Das finde ich immer ein bisschen assi. Aber da habe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Ist ganz gut, wenn wir uns ein bisschen Bestzeit übrig lassen, weil dann können wir in den nächsten Runden auch nochmal daran arbeiten. Aber schon eine recht lange Strecke, muss man sagen. Training nebenbei kann man überspringen, wenn ihr sagt, ihr wollt nur Rennen fahren, ist das auch möglich, aber natürlich ja, sind es dann halt verlorene Carpoints, Trainingszeit und so, ne? das ist einfach so ein bisschen, um natürlich neben dem Rennen Abwechslung reinzubringen, plus, dass ihr eben, wie gesagt, mit dem Fahrzeug klarkommt und so Kram. Und natürlich eben, wie gesagt, um das Fahrzeug zu leveln, ne? ihr wollt ja Progress machen. Dementsprechend, so. 2 Minuten 4 brauchen wir. Das ist überhaupt weit von gerade noch weit vom Schuss weg. Eieiei. Gut, es sind viele Leute unterwegs, aber alle nicht gerade so wirklich in meinem Angriffsbereich. Also ich habe komplett freie Fahrt für mich. Ein bisschen früher raus. Ja, war ein besserer Exit. Die Linie war trotzdem nicht perfekt, würde ich sagen. Die Linie war trotzdem, fand ich, sehr oft noch von dem, wo sie hingehört. Was auch fies, die Sonne steht manchmal so assi, dass der Körper nicht richtig blendet, bis du den Einlenkpunkt verpasst. War jetzt gerade da. Ich habe den Einlenkpunkt nicht richtig gesehen, weil er halt komplett am Überblenden war natürlich. Hier kann man viel länger am Gas bleiben. Nochmal eine neue Bestzeit gesetzt, sehr schön. Schön cutten. Ah, ja, alles gut, so ist das Maximum. Sehr tricky Strecke, die ist nicht sehr breit, fällt mir auf. Und wir haben noch kein Rennfahrzeug, sondern ein Straßenfahrzeug. Ein Rennwagen sind ja meist im Durchschnitt nochmal breiter. Also hier mit GT-Boliden hast du hier auf jeden Fall, drückst mal aus, deinen Spaß, würde ich mal behaupten. Also gibt es einige Abschnitte, wo dann wirklich nicht so viel Auslaufzone auch ist. Also du kommst recht schnell an das Limit in der Kurve, wo du übersteuerst oder untersteuerst eher. Wo du ja dann nicht viel, ihr seht, viel Platz zum Fehler machen hast. Also hab ich die Kurve aufgemacht. Mal Bestzeit. Kurz Schild umgenockt, gibt keine Strafe, finde ich gut. Eigentum der Strecke kaputt fahren, das gehört einfach dazu. 2-4, da sehe ich mich eindeutig noch nicht. Also
Also was das angeht, bin ich auf jeden Fall noch nicht auf dem 6. Schwierigkeitsgrad. Sieht man da auch ein Rennen. Ich habe ein besseres Auto und verliere das Rennen trotzdem. Aber ich finde es so schon recht gut herausfordernd. Ich finde es ganz gut, wenn man eben nicht jedes Rennen einfach gewinnen kann. Ich kann noch ein Level upgraden. Das Training lohnt sich aber hier wirklich auf der Strecke, weil wir fahren natürlich auch hier ein paar Meter, ne? Hier lohnt sich auch wirklich, weil wir hier auf wirklich Hochlevel sind. Wir sind hier da schön Level 13. Also ein paar Upgrade-Teile sind noch immer da, die ich natürlich jetzt in dieser Preview nicht nutzen kann. Aber nichtsdestotrotz. So, 4,5 R hier vorbei. So, jetzt kommen wir in Runde 3 leider noch mal ein bisschen in den Verkehr. Ich glaube, die KI fährt aber momentan in meinem Training noch nach jeder Runde rein und fährt nicht eine ganze Runde. Aber wie gesagt, das KI-Verhalten und so ist alles noch ein Preview-Inhalt. Der Bild ist ein bisschen älter als der aktuelle Stand vom Spiel natürlich. Ja, das sollte ich nur mit erwähnen. Seht ihr dann spätestens, wie gesagt, in einem Monat in der Review-Version. Bisher haben wir uns jede Runde nochmal in dem Segment verbessern können. Das ist schon mal gut. Gucken, ob ich das jetzt hier an den Arbeiten auch nochmal hinbekomme. Tempo rauskriegen, jetzt wieder voll an, na, nicht so früh ans Gas, jetzt ein sanfter Lenken, ja, ach shit, ganz, oh, aber es war aber sehr knapp, aber es war sehr ähnliche Zeit, also zumindest habe ich mich da jetzt eingegroovt. Die Segmente werden jetzt ein bisschen tricky, weil ihr seht, wir haben Verkehr, wir haben nicht zu wenig Verkehr. Ja, da bin ich leider von der Strecke gekommen wegen dem Alpin, ja, das wird leider nichts. Die Jungs sind hier gerade am Trainieren und hängen mir jetzt gerade ein bisschen im Weg. Ja, deutlich. Dann haben wir eine halbe Sekunde hier verloren. Ja, und jetzt bin ich aber auch bei den Bremspunkten drauf. Jetzt bin ich gerade ein bisschen zu motiviert, weil ich hier unbedingt an IP vorbeikommen will, mich da nicht jetzt gerade bei den Bremspunkten richtig verschätze. Und trotzdem war es die Bestzeit. What the fuck? Da habe ich jetzt irgendwie viel mehr Schwung anscheinend mit runtergenommen, aber das hat sich nicht sehr satisfying an der Ideallinie angefühlt. War es, glaube ich, noch nicht. Vielleicht waren die anderen einfach auch noch beschissen. Das kann natürlich auch nicht weg sein. Sehr assige Dive-Bomb. Ne, das geht natürlich überhaupt nicht nach hinten los. Ja, na, da geht's einmal in Strecken aus. Schade. Ja, keine Strafe, wenn mich aber auch gewonnen hat. Da habe ich ja eher selbst mit mir Probleme verschafft. Aber hier nochmal eine Bestzeit. Ich habe echt gut Level gemacht. Das Training hat sich jetzt bei der Strecke also wirklich fahrzeuglevel-technisch sehr gelohnt. Natürlich kann ich die Level natürlich nicht vorm Rennen noch einsetzen. Wäre natürlich cool, wenn ich die Level direkt noch in Upgrades vorm Rennen eigentlich einstufen könntest. Aber ich meine, bringt mir eh nichts. Die Upgrades, die ich jetzt habe, bringen mir für diesen Builders Cup eh nichts. Wenn ich den Subaru nochmal für den anders Builders Cup nutzen könnte, werden ja auch andere Cups sein, wo der Subaru höchstwahrscheinlich nochmal zum Nutzen sein wird. Da werden ja natürlich auch dann andere Leistungseckdaten gefragt. Und dann habe ich schon natürlich die Teile frei, ne? Muss man sagen. Oder wenn ich ihn halt natürlich auch für freies Fahren nutzen will und so Kram, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, diesen Wagen jetzt weiter zu upgraden, weil ich ja dann da die Teile freigeschaltet habe. So. Oh, wir fahren nach drin. Heraufziehende Wolken. 8.40 Uhr abends. Ja, okay. Du kannst okay, bei okay. jedem Rennen deine Startposition anpassen. Überquerst du die Ziellinie als Erster, Zweiter oder Dritter, erhältst du einen Podiumsbonus. Die Höhe dieses Bonus basiert auf der Startposition und den Schwierigkeitseinstellungen. Je mehr du riskierst, desto höher wird der Bonus ausfallen. Oh, okay, man kann es in der Beta doch, in der Preview doch auswählen. War nur in den ersten beiden Rennen nicht so. Okay. Ihr seht nämlich, wenn ich jetzt weiter hochgehe, ich kann natürlich auch P1 starten, dann gibt es halt nur 2722 Credits für dieses Rennen. Wenn ich aber theoretisch hinten starte, dann gibt es halt einfach mal 4800. Das klingt immer noch nicht viel, aber ich glaube, im Rahmen von Forza Motorsport ist ganz geil. Wir sind von 13 mal ganz gut durchgekommen. Aber ihr seht mal oben, wo ich ungefähr am Ende rauskomme. Uff. Ja, ich will ja eigentlich schon einen Sieg haben, ne? Aber ich würde mich schon P10 machen. Weil wir sind vorher vom P13 mal gut vorangekommen. Und drei Plätze mehr könnten schon dafür reichen, dass ich am Ende hier den Sieg... Ah, jetzt sehen wir sogar die Eckdaten. Ah, jetzt sehen wir sogar, wer wo startet. Ach, geil. Theoretisch, wie gesagt, wäre es natürlich am besten, Four-Way zu starten, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber ich will mir die Schwierigkeitsgrad lassen. Wir starten P10, das wird gut gehen. Wir gehen vom P10 ans Rennen. Das dürfte machbar sein. Wir sind vorher mal vom P13. Das dürfte aufgehen. Sieht aber jetzt gerade nachts, sieht das schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Nachts hat das schon was. Gut, drei Plätze weiter vorne. Aber ja, ich dachte, das kann man direkt immer aussehen. Aber gut, so, unser Hauptkonkurrent. Ray hier im Cadillac. P1. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich vor ihm lande, überhaupt noch die Meisterschaft holen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist noch zu viel Punktabstand weiterhin. Aber naja, wir warten mal ab. Es sind ja einige unvorhersehbare Sachen passiert. Vielleicht hat er auch ein bisschen Kuddelmuddel im ersten Lauf hier. Ich sehe mal, mit der Beleuchtung gerade echt cool aus, muss ich sagen. Hier gerade ein schönes Nachtrennen noch zum Ende. So, come on. Okay, wir kommen schon mal ganz gut voran, weil Type A hier ein bisschen auffällt. Problem ist, ich bin
Kurvenkolonie. Wir sind gerade ganz gut im Kurveninnern jetzt für den Rechtsknick hier. Kommen gut voran. So, auf P4 sind wir schon vor. Drei Runden sind hier lang. Es ist viel Rennen. Vielleicht Schubser bekommen, Stoßstange. Und bin da mal ganz kurz ein bisschen eingedengelt und da hat es mich auch schon ein bisschen in die Strecke geschoben. Keine Strafe, ich wollte schon sagen. Da war ich nämlich auch nicht selbst dran schuld. Oh. Okay, das war jetzt ein bisschen. Keine Strafe, dem Fahrer komplett Genick gerade gebogen, aber alles gut. Aber da kann ich ja nichts für, der hat gerade fies gebremst. So, P3. Volle Attacke, wie gesagt, wir wollen den Sieg hier holen. Wir wollen den Sieg im letzten Rennen haben. Außenrum, sehr schön. So. Wir haben das Ziel vor Augen. Wer hier vorne im anderen Cadillac. Und schon wieder Level up. Okay, Level 14 haben wir jetzt. Ich glaube, wir haben einen Speed-Vorteil. Wir dürfen schneller sein. Ich meine, wir haben ja nochmal im Vergleich zum letzten Rennen jetzt die Zündung angepasst. Der Wagen hat jetzt also nochmal ein bisschen mehr Leistung. Das, was uns ja so, wie es mir aufgefallen ist, ein bisschen gefehlt hat. Handling hat der Subaru, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding fährt sich ja wirklich gut. Nur ich glaube so ein bisschen, dass der Natural leider da vorne keinen Fehler machen wird. Ich glaube, der wird das jetzt hier sehr gut durchziehen. Ja, okay, das müssen wir resetten. Nee. Dadurch, dass ich auf die Wiese gekommen bin, habe ich die Bremsung verpasst. Ich wäre komplett übers Ziel ausgeschossen. Das wäre jegliche Siegchancen auf jeden Fall gerade erstmal weg. Ich bin auch immer noch überlegen, ob ich dann finalen Display sogar das Zurückspulen ausstelle. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, bin ich ehrlich. Einfach um die Schwierigkeitsgrade, den Realismusfaktor ein bisschen hochzusetzen. Weit raus, eieiei. Oh, das war nicht gut. Wir haben auch keinen Schlaf. Okay, das Spiel ist sehr nachgiebig mit mir. Wir sind aber näher an Ray dran als hinten an P3. Das ist schon mal ganz cool. Wir haben ein bisschen was gemacht, hey, auf dem Grand Goal, wie der Cadillac hier wegzieht. Das ist wirklich insane. Auf den Graden habe ich halt gar keine Chance, da irgendwas gut zu machen. Da fehlt mir einfach komplett die Leistung. Das war auch echt schlecht. Ich bin gerade nicht im Flow drin. Haben gerade gar keinen guten Kurvenflow hier. Schön hier raus. Komm schon. Ja, sind den Kurvenabständen, da hole ich schon auf. Also in den Kurven, wie gesagt, haben wir den. Da ist unser Vorteil. Die Strecke hat ja ein paar Kurven. Problem ist, sobald es ein bisschen geradeaus geht, drückt der V8 halt da vorne rein. Macht seine Arbeit. Aber ja, hatte ich gar nicht erwähnt am Anfang. Wir hatten ja diese drei Autos zur Auswahl. Natürlich in der finalen Version willst du noch mehr, also passend zur Klasse natürlich dann die Autos zur Auswahl gehen, die es dann auch wirklich gibt. Weil natürlich, wie gesagt, in der Preview nur die drei Fahrzeuge, der K-Deck und die E-Way Corvette drin sind. Also die anderen Fahrzeuge sind halt einfach in der Preview noch nicht wählbar. So. Das hätte ich vielleicht mit erwähnt sollen. Alter, wir haben schon fast hier an dem Lab. Im Rennen machen wir jetzt gerade auch auf jeden Fall gut Progression hier. Komm schon ran. Bremspunkt schön spät. Ein bisschen sehr spät. Muss ich leider extenden. Das Spiel, wenn das jetzt nicht übel nimmt. Ne, alles gut. Wir sind jetzt aber hier nochmal näher dran als in der letzten Runde. Ja, wir sind näher ran. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Runde muss jetzt nochmal richtig voller Attacke kommen. Da gibt es eine Möglichkeit. Hier auf dem Geraden seht ihr, da verliere ich jetzt wieder ein bisschen. Aber wir kommen an den Kurven so gut ran. Ich muss jetzt einfach schöne Kurven fahren. Dann haben wir hier noch eine Chance, das vielleicht einmal in den Sieg umzuwandeln. Komm schon. Spät dran gewesen, leider. Ja, wir sind auf jeden Fall näher dran. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Wir haben richtig was gut gemacht, ey. Scheiße. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt reichen wird bei drei Runden, ey.
Komm, ich will den Sieg hier holen. Ich will den Sieg hier holen. Das ist schon sehr motivierend. Also die Rennen machen auf jeden Fall. Rennen fahren gegen KI macht mehr Spaß als im Forza Horizon. Aber gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt Hexenleistung, also dementsprechend. Oh ja, jetzt sind wir dran, jetzt sind wir dran. Oh, bis ins Kies, alles gut, alles gut, alles gut. Nicht übermütig werden hier. Oh ja, jetzt sind wir richtig dran. Komm schon. Ah ja, scheiß V8, wo er wieder zieht. Auf den aus der Kurve raus. Oh, sind wir nah dran? Sind wir nah dran? Und jetzt geht's bergab wieder lange gerade. Scheiße, jetzt komm schon, Sugi. Komm, zieh. Ich will den Sieg hier haben. Also wirklich, komm schon. Irgendwie. Ein bisschen später bremsen. Ja, da kommt das Bremsmanöver innen rein. Jetzt müssen wir halten. Oh, sehr schön ausgebremst innen rein. Oh, das hat sich jetzt satisfying angefühlt, das Überholmanöver. Das hat sich satisfying angefühlt. Ja, lässt auch ein bisschen abfallen jetzt. Das dürfte, wenn es gut kommt, hier im finalen Rennen auch der Sieg werden. Ja, wird's. Oh, geil. Gut. Ich glaube, die Meisterschaft werden wir trotzdem nicht gewinnen, weil er zu viel Vorsprung schon hatte durch die anderen Rennen, aber. Nee, trotzdem Sieg ist Sieg. Geil. Das ist so gut. Okay. Aber wie gesagt, hätten wir wieder P13 gestartet. Vermutlich wäre das nicht so ausgegangen. Oh, puh, nice. Ja. Ah, uns fehlen 6 Punkte für uns am Ende. Also da das erste Rennen hat natürlich hart reingehauen. Und dadurch, dass Ray natürlich leider sehr konstant war. Die anderen KI-Fahrer hatten immer so ein bisschen Berg und Tal fahren. Er leider nicht. Nichtsdestotrotz. Gucken wir uns jetzt gerade schön diese Siegerehrung natürlich an hier. Subi zwischen den beiden Cadillacs. Das war jetzt eine Strecke, wo halt Leistung nicht so viel ausgemacht hat. Mugello war halt sehr viel Vollgas. Und hier konnte er halt in den Kurven, konnte er so auch halt voll sein Leistungspotenzial ausspielen. Und das haben wir hier auch schön umgesetzt mit dem Sieg. Nice. So muss es sein. Wunderbar. So, Fahrerstufe, gab es nochmal, sind wir Fahrerstufe 3. Mittlerweile 14.000 Credits gab es sogar. 96 haben wir mittlerweile sogar. Wir haben einmal Silbertrophäe gewickelt. Sie haben Silbertrophäe für den 2. Platz in der Builders Cup Intro-Serie erhalten. Außerdem hatten sie 7.000 Credits. Dann Heckflügel können wir jetzt beim Subi machen. Antriebsbilder können wir einstellen. Kupplung können wir machen. Stoßstangenschürzen können wir anpassen. Motorhaube können wir anpassen. Und es gibt nochmal insgesamt 50.000 wunderbare Bonus-Credits für den Builders Cup. Nee, insgesamt haben wir 50.000 bekommen. Wir haben noch 96. Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Wir sprechen mal kurz die Aufzeichnung. Ja, danke schön. Einmal unter dürfte dann jetzt die 4 sein. Wunderschön. Und dann schließen wir das Intro ab. Also wie gesagt, das Intro in die Builders Cup Serie hier. Deswegen mal fortsetzen. Ja, und dann seht ihr, ne, dann geht es, wenn man diesen wunderbaren Intro abgeschlossen hat, ne, ihr seht, Available at Launch, geht es dann in die anderen Serien ran, die anderen Builders Cups, die es so nach und nach gibt. Praktische Leistung ist zum Beispiel der erste Einstieg, wo es dann reingeht. Ihr seht, mit Golf und Co. Also richtig, richtig nice, da geht ein bisschen was. Und das so viel auf jeden Fall zum Intro zu diesem wunderbaren Builders Cup. Ich gucke mal, ob ich nochmal ein, zwei weitere Aufnahmen mit den anderen beiden Autos mache, weil wir können ja jetzt haben wir ja genug Kohle, um uns auf jeden Fall den Mustang oder den Type R zu leisten, um da nochmal einen Blick reinzuwerfen, dass wir dann nochmal von Grund auf reingehen. Aber erster Eindruck, muss ich fairerweise sagen, fährt sich wirklich gut. Also über die Fahrphysik bin ich wirklich super begeistert. Das fährt sich wirklich angenehm, macht Spaß. Du erkennst die Fehler, das Training finde ich einen super guten Einstieg, um ein bisschen die Strecke kennenzulernen und sowas. Und auch mit dem Sprit und sowas. Natürlich konnte man das jetzt nicht groß austesten, weil es natürlich nur ein 3-Runden-Rennen jeweils war. Oder 4 Runden. Aber so die Grundspielerfahrung ist schon wirklich, wirklich gut. Das macht schon wirklich Laune. Also die Fahrphysik ist schon wirklich ein Riesenschritt zum letzten Forza Motorsport. Man merkt es wirklich und die Streckenlayouts und allem, das fährt sich wirklich nice. Bin ich sehr, sehr froh drüber und kann dementsprechend Oktober, muss ich sagen, was das Thema geht, nicht mehr erwarten. Wie gesagt, über die Fahrzeugmodelle, da kommt nochmal ein extra Video drüber, da müssen wir nochmal drüber reden, weil das teilweise natürlich so ein bisschen, ich weiß, Bauchschmerzen bei einigen von euch erzeugt hat, legitimer Grund natürlich unter anderem, aber zumindest das reine Fahren, das reine Gameplay, das funktioniert auf jeden Fall, dieser Gameplay-Loop mit dem Upgrade und so, das klappt schon ganz gut und ich bin sehr gespannt, wie die Builders Cup, die ganzen Cups natürlich nach diesem Intro jetzt aufgebaut sind. Das war natürlich nur so ein Intro-Ding, relativ kurz, knapp. Da erwarten uns natürlich nochmal ein bisschen mehr Fahrzeugauswahl, Langstreckenrennen und so Kram. Da kommt noch einiges an cooler Stuff dabei und natürlich der Multiplayer noch, auf den ich mich auch sehr freue, weil der könnte mit diesem Regelsystem sehr nice werden. So viel für dieses kleine Video. Wie gesagt, wenn ich die beiden Intro-Rennen nochmal aufnehmen kann, falls ich die Möglichkeit bekommen sollte, wenn mein Spielstand nochmal resettet werden kann, werde ich euch die natürlich noch nachreichen, wenn wir die auch nochmal zocken, weil die auch sehr cool aussehen. Und damit wäre ich auf jeden Fall raus für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns jetzt gerne einen Daumen rum da. Nochmal vielen Dank an Xbox und Turn 10 für die Möglichkeit. Hab mich sehr gefreut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.
skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.